Die Andacht zum Tag aus den Pfarrämtern in Grünstadt. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben, eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Hier spricht Dorothee Gottschalk aus Grünstadt. Guten Tag. In den Worten aus dem Buch Kohelet spiegelt sich, was wir immer und immer wieder erleben. Ob es uns gefällt oder nicht, das Leben richtet sich nicht nach uns. Für alles gibt es eine Zeit. Für Tod und Geburt, für Trauer und Freude, für Leid und erfülltes Leben. Es kommt und geht und uns stellt sich lediglich die Frage, wie wir damit umgehen, umgehen können. Oft glauben wir Menschen, dass wir alles im Griff haben, dass wir die Herren dieser Welt sind und sie regieren, dass wir groß und mächtig sind und alles geregelt bekommen. Und ja, vieles bewirken wir, vieles erfinden und erforschen wir. Unser Geist ist wach und unermüdlich und das ist auch gut so. Wuchert mit euren Talenten. Doch Leben ist unberechenbar, nicht perfekt und vorhersehbar. Und so holen uns immer wieder auch Situationen ein, die uns hilflos, ratlos oder mutlos machen. Und dann? Mir helfen zwei Dinge. Zum einen die Tatsache, dass Jesus selbst all diese menschlichen Katastrophen am eigenen Leib erlebt hat. Er hat gelitten und leidet deshalb mit mir in meinem Schmerz. Er war traurig über den Tod seines Freundes und steht mir in meiner Trauer zur Seite. Er hat den Tod erlitten und wird in meiner Todesstunde der einzige Wegbegleiter sein. Und zum anderen mein Glaube, dass Gott mir auch die anderen Zeiten geschenkt hat oder schenken wird, dass mein ganzes Leben ein Geschenk ist, mit all seinen Höhen und Tiefen. Vielleicht hilft es, in den dunklen Stunden den Blick zu schärfen für die kleinen Lichtlein, die mir Mut und Trost geben wollen, für die kleinen Hoffnungszeichen, die unscheinbar und leise daherkommen. Denn für alles gibt es eine Zeit, auch für das Licht nach der Dunkelheit. Lasset uns beten. Du Gott unseres Lebens, mach uns dankbar für jeden Tag, den wir erleben dürfen. Lass uns nie vergessen, dass das Leben ein Geschenk ist, dass wir irgendwann sterben werden und nicht alles kontrollieren können, dass du allein ewig bist. Mach uns dankbar für all das, was wir in Krisenzeiten so schnell übersehen. Wir vertrauen auf dich und danken dir. Amen. Bleib unter dem Segen Gottes heute und jeden Tag. Der Herr segne und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Bleiben Sie behütet.